So Guys, heute gibt's mal den Super Trooper Heute gibt es mal den Super Trooper Geheimtipp, den ich bis jetzt noch nie selber probiert habe. Und ihr dürft jetzt hier mal live mit mir gemeinsam erfahren, diese Erlebniserfahrung machen. Und zwar ist das Kaffee. Und das ist nämlich einer der besten hier. Das ist der von Dallmayr. Crema d'oro intensivo. Ja? Und den habe ich hier schon reingemacht, schon reingefügt. Und da tun wir jetzt hier so ein bisschen in Vermengen mit Whisky. Also letztendlich Irish Whisky, ja. Und wir werden dieses Erlebnis jetzt gemeinsam mal austesten. Habe ich noch nie gemacht. Mit La Parraig 10 Years, ja. Also den 18-Jährigen, der ist ein bisschen zu teuer, den würde ich jetzt nicht unbedingt verpanschen. Selbst der hier ist eigentlich zu teuer und zu schade dafür, aber wir werden uns hier diesen Geschmack gemeinsam testen. Also, der Kaffee schmeckt nicht mehr nach Kaffee, der schmeckt nur noch nach La Parraig. Der hat den Geschmack komplett platt gemacht. Volles Rohr. Also, der ist für Irish Coffee. Hast du danach, hast du, sagen wir mal, sehr wenig Coffee, viel Irish. Also, der setzt sich auf jeden Fall durch. Also, es ist ein sehr eigener Geschmack. Also ich mag ihn, aber danach schmeckst du keinen Kaffee mehr raus. Es ist nur noch die Eichenfässer aus der schottischen Insel, kurz vor Grönland. Ja. 10 Jahre lang gereift. Also haut rein, Leute. Ich könnte es auch gerne mal ausprobieren und mir erzählen, wie euch der Geschmack taugt und überrascht oder auch nicht. Bis dann, Leute. Tschüss.